Mal weiter hier, weiter geht's, weiter geht's. Nein, ich schmeck das mal mit der Uhr ablegen, die nervt mich. Der arme Georg, der wird einfach vergewaltigt. Bestimmt einer mit Katana und ein Feuerhandschuh. Standardgegner. Das scheint irgendwie so eine OP-Kombination zu sein. Will der mich verarschen, der Wichser? Och, ich mich gerade auch. Ja, jetzt denkt er, wäre cool. Weißt du, ich rede gerade mit dem Typen, ne? Dann steht da unten in Invasion, ne? Dann drücke ich permanent auf, damit das Gespräch ja nicht vorbei ist, ne? Und es ist nicht vorbei und in der Zeit tötet er mich einfach. Ah, das ist aber arm. Da muss man schon warten. Wichser. Wie weit warst du denn eigentlich in der Lichtsteinbucht? Ich war ja schon bei der Spider jetzt. Ja, da bin ich, glaube ich, auch gleich. Ja, gleich. Das kann ja alles möglich heißen. Ach, ich kann da nochmal dieses Titanit da oben holen. Ah, ich muss jetzt halt nochmal hinrennen, ne? Ja, ja, klar. Ich bin ja auch nicht direkt bei der Spinne oder so. Oh. Ich bin fast tot. Oh, die Spinne geht hier mit rein. Sehr, sehr knapp. Ist das Flackern plus 3? Nein, ich bin doch gerade gestorben, dann sind meine ganzen Seelen weg. Ja. Also vielleicht eh nicht mehr zum Glück. Aber trotzdem! Wieso renne ich ja nicht mit 13.000 rum? Ich weiß gar nicht, wie viel ich für einen Level brauche gerade. Ja, jetzt 13.000 auf jeden Fall. Oh, ich habe gar nicht in mein schlaues Buch geguckt, wie viel. Nein! Wo ich kleine Schwerter herkriege, gute. Alter, ich hasse diese Typen so krass. Das gibt's überhaupt nicht. Diese Magier, ne? Komm raus, Arachne-Typ. Arachne-Typ. Boah, jetzt sterbe ich gegen die ganze Zeit, weil die sind einfach so übermächtig. Weißt du, Arachne. Läuft. Ja, weißt du, wenn ich normal gegen die spiele, ne? Ich halte mein Schild draußen, alles safe, ne? Aber jetzt sind da so viele Gegner und ich werde die alle nicht töten können als Magier. Ich bin als Arachne. 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 Okay, Blutungspfeile, nice. So, jetzt erstmal den da mit Pfeil und Bogen killen. Hallo. Ach, direkt scheiße, jetzt bin ich in dieses Drecksloch gefallen. Jetzt geht's hier schon wieder richtig los. Ich hasse diese Stelle irgendwie. Ja, hier muss man sich halt voll konzentrieren, ey. Und diese ganzen Magier am besten alle schon vorher töten. Und ja, ich rush jetzt durch. Mann, ich brauche noch 12 Geschicklichkeit, bis ich mein verdammtes Blitzschwert tragen kann. Ich brauche noch 5, damit ich Doppelpeitsche machen kann. Hättest du gerade gesehen, was mir passiert ist, dann hättest du euch den Controller gegen die Wand geworfen. Die ist voll weit weg, die Wand. Ja, aber vielleicht hast du ja einen kräftigen Wurfarm. Das stimmt natürlich. Einen übermächtigen Wurfarm sogar. Du boost den Controller einfach in deine Software und schießt ihn dann gegen Bruce Willis. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube nicht. Oh, komm hier, Hurensohn. Ich bin zum vierten Mal in das Loch hintereinander gefallen. Wie kann man? Man braucht doch nur rüberspringen. Ich bin ja oben. Ja, wenn du ganz oben bist, dann brauchst du auch nur runterspringen. Du bist ja quasi schon. Aber bin ich auf diesem Zwischenteil. Ja. Aber wenn ich da mal hinkomme, dann rollt mein Charakter gleich wieder und. Ciao. Oh, jetzt hat's geklappt. Sehr nice. So, jetzt klappt das hier aber bitte. Ja, erstmal die Seelen. Und dann. Das ist ja nur eine große Titanitscherbe, das ist ja immer ein bisschen billig. Die haben wir. Ist das Flakonscherbe? Ja, sehr, sehr nice. Okay, dann gehe ich doch mal nach Majula. Wo hast du die gefunden? Boah, wie beschreibt man das jetzt? Boah, kein Plan. Wenn eine Tür zu schwer zum Öffnen ist, ne? Hau dagegen. Sehr gut, dann gehe ich da mal hin. Pro-Move. Arachner-Typis. Kann ich leider mal meine Rüstung verbessern wahrscheinlich, das ist ganz gut. Ah, gut, dass ich mir gerade einen Kaffee gemacht habe. Sehr, sehr gutes Timing. Erstmal die Scherbe benutzen. Ist das ein Schad, you found that? Ja, das ist richtig. Hier hast du sie. Gib ihr die nicht mal. Ich bete einfach nur komisch rum. Ah! Aha, jetzt weiß ich, was hier ist.
Aha. Oh! Ach nee, ich wollte meine Rüstung verbessern. Obwohl, Schwert kann ich nicht verbessern. Nein, ich will auch nichts reparieren. Gott, ich bin total verwirrt gerade. Was ist da los? Okay, jetzt bin ich hier durch. Jetzt kannst du hochklettern. Ach so. Hier brauche ich zwei. Mach ich einmal den und einmal das. Jetzt muss ich hier runterspringen, da kommen bestimmt 30 Spinnen schon. Eine, gut. If you make it back. Dann gehe ich nämlich jetzt zum Arachnoiden. Alter, ich bin richtig hirntot gerade. So. Boah, und dann warte ich, bis du auch da bist und dann knüppeln wir das Ding platt. Du knüppelst und ich zauber das platt. Ach, man kann bei den Dingen nicht knüppeln. Also, du zauberst das Ding platt und ich mach gar nichts. Da träumt der René wieder. So hab ich das immer gehandhabt. Ich hab mir immer zwei Mages reingeholt und dann, ja, mach mal. Man kann da echt nur alle Viertelstunde einmal draufschlagen. Das hasse ich einfach bei dem Ding. Geht, also. Ich frag mal jetzt diesen Sündentypen hier oben, was der so zu meinem Sündenstand sagt. Also meiner sagt 109.000. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung wieso. Einfach so. Aber so oft wie ich jetzt hier schon invaded wurde mit dem Charakter, ne, so oft wurde ich mit dem anderen nie invaded. Insgesamt nicht. Was? Ich plag gar nichts. Ich weiß gar nicht, was der will. Ich habe überhaupt gar keine Zweifel. Regret, anguish, disillusion, bewilderment. What wonderful gifts they are. Bin ich hier? Hm. Du bist ein Item, komm ich da rüber gesprungen? Oh yeah. Komm, ich brauche gleich noch ein paar NPCs platt, ey. Mein Level nur ein bisschen höher wird. But now, you're lost, bewildered by your own actions. You poor little thing. Ist das ein Seelwerden? Solange man zu zweit ist, ist das ja nice. Aber ich finde das auch nice, wenn man alleine ist eigentlich. Ist so blöd, dass man dann die Seelen verliert, ne? Ja, also wenn man die nicht wieder einsammelt. Kann ja auch sein, dass man ein schlechter Tag ist, ne? Schlechter Tag. Entschuldigung. Okay, da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Okay, die kommen hier nicht hin. Hey, dann muss ich da wieder rüber. 105.000 Seelen. Ja. Das ist echt ein Schnäppchen, ey. Ein Schnapper ist das ja. Jetzt bringe ich ihn um. Ich wette, das ist sowieso der Sünden-Overflow dann. Bringst du ihn wirklich um? Nee, oder? Nee, ich will mir wenigstens die Möglichkeit offen lassen. 105.000, das ist New Game Plus mäßig, ja, ist ja nix. Das 40, ja. Aua. Also ich bin unten beim Arachniden-Geschöpf. Alter, wie bist du denn da so schnell hingekommen? Professionell. Professionell hingestolpert. Dann mach ich jetzt mal schnell. Jetzt kommen ungefähr 500 von den kleinen Spinnen, bevor man da reingeht. Ja, ist auch wirklich so. Ich hasse diesen Käfer da unten. Der ist so mega krass schwer zu treffen. Ja, komm, hey, ihr könnt mich alle mal. Ich brauche euch nicht umbringen. Ihr seid alle doch total. Aber die wollen mich umbringen. Und die schaffen das? Nein, schaffen die natürlich nicht. New Game Plus 3 bin ich da übelst oft gestorben. Weil die Viecher mir einfach unfassbar viel Schaden gemacht haben. Weißt du, wonach es riecht? Nach dort. Nach Blitzsperren. Für die kleinen Spinnen? Ey, die sind so OP. Naja. Naja, ich hasse die Kackwichser. Ich meine, ich kann mich ja nicht im Nahkampf so richtig gegen die wehren. Wieso? Musst du doch endlich mal eine Waffe besorgen, Junge. Ja, selbst wenn du eine schlechte Waffe verbesserst komplett, dann macht die doch trotzdem mega Schaden. Ich werde die hier auch verbessern, habe ich mir vorgenommen. Ja, würde ich langsam mal machen, ey. Eine Sache plus 10, das kann nicht schaden. Ist egal, was es ist, ist immer gut. So, jetzt kommt hier die kleinen Kackviecher, ey. Ah, hab alle weggesnackt. Ich brauche noch kleine Schwerter. Ich werde auch gleich mal gucken. Ich dachte eigentlich, ich müsste jetzt hier auf dich warten. Können wir eben gucken, welche Schwerter ich mir hole. Nope.
Georg ist zu schnell. Ja, wo kommen die alle her, ey? What the fuck? Das denke ich mir auch gerade, es kommen immer noch welche. Dahinter ist noch einer. Wieder dahinter der Ecke wartet der Wichser. Das ist der Behindertste von allen. Oh, eine große Sense? Warum? Dann na, komm her! So. Guck mal da! Guck mal da! Da ist noch einer, das kann nicht wahr sein. Komm her, auf wegzulaufen, du. Das kann nicht wahr sein. Kleine Hure. Da oben liegt ein Item. Mir fällt gerade auf, dass die Großaxt des Schwarzen Ritters 226 Damage direkt hat, plus 80 Feuerschaden. Na, die ist auch nicht gerade schlecht. Die werde ich mit meinem Krieger bald erstmal holen. Ich finde die zu langsam. Keine Ahnung, ich habe damit noch nicht gekämpft. Ich hatte die nur in Dark Souls 1 eine Zeit lang. Ach so, ja. Bis ich dann zur helle Bade gewechselt bin, weil ich die besser fand. Nehmen wir wieder Göttin der Liebe, ja, ne? Gut. Habe ich immer noch angewählt, ey. Warum legst du den überhaupt ab? Weil ich den Runterspringring. Den Runterspringring, ganz genau den. Bei dir oder bei mir zuerst? Bist du menschlich? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, nö. Ja, warte, dann rufe ich dich, weil ich habe gerade so wenig Sehen. Wie viel Sehen hast du? 14.000. Okay, dann rufe ich. Ja, die Seelen, alles, was ich sage, macht keinen Sinn. Nee, ist ja eh egal, weil ich bleib hier sowieso stehen, dann machen wir den direkt ja bei mir nochmal. Weißt du? Deswegen ist ja sowieso egal. Na ja, jetzt habe ich mir eine Humanity reingedrückt. Ja, mach doch. Wie viel habe ich eigentlich davon? 20, okay. Ach, ich habe nur Vorrat steht. 17, ich habe noch 17. Das sollte erstmal reichen. Oh. Rollen, hurra für Rollen. Rollen, Rollen, Rollen. Ich habe echt kein verkacktes Kurzschwert, ey. Ich stehe außerdem davor. Achso, ich muss noch mein Rufsymbol legen. Macht Sinn, oder? Ja. Macht Sinn. Ich hol jetzt mein Buch. So. Wenn man schon doof rumwarten muss, krieg ich die Zeit ja wenigstens nutzen. Warum musst du denn warten? Ja, weil ich jetzt auf dich warte, dass du mich rufst. Oh, verdammt! Ja, kannst du ja trotzdem nicht gucken. Die Wartezeiten sind heute viel zu kurz. Was soll denn das? Da wird schon noch mal eine Wartezeit kommen. Oh, Ventex. Ich hatte gehofft, dass der mich ruft. Gelobt sei die Sonne. Alter, aber bevor ich hier noch irgendwas mache, ne? Sorry, yeah. Du hast einem Schild erstmal geballert. Ah, die Geste kommt auch erstmal weg. Erstmal eine Ballern hier. Ach, die Siegerfaust kommt auch weg. Was ist das denn? Bam. Sieht einfach so badass aus, wenn man die so hochnimmt, so. Hä, was? Bäm. Was hab ich denn noch so für diese... Ah! Sehr geil übrigens. Noch was geil, Cooles. Ich auch. Immer wenn ich die Geste mache, sterbe ich eigentlich. Ich bring kein Glück. Ah, hier. Ja, können wir da jetzt mal reingehen, aber Junge? Hier hab ich noch eine. Was soll denn das denn schon sagen? Soll ich die Sequenz anlassen? Mach mal. For the first time. Spindel, krabbel, krabbel. Kann ich mal meinen Kaffee trinken? Ah. Tasty. Boah, voll der Standardgegner. Marina. Ja. Die echt gruselig, muss ich sagen. Greifen mich die kleinen Viecher nicht auch an, ja, ne? Oh, doch. Ja, die musst du erstmal wegmachen. Ich bin noch nicht mal drin. Ja, ich muss eh laufen, weil ich sonst direkt tot bin. Ich bin nach einer Attacke von überhaupt irgendein Gegner tot. Wir dürfen die jetzt nicht dazu bringen, diese Todeslaser zu schießen. Also müssen wir nah dran bleiben. Okay, zu spät. Huh! Ihr Mentholatem hat mich beinahe getroffen. Alter! Okay, die Spinnen machen mich gerade fertig. Fertig wie ein Rettich machen die mich. Und nein. Jetzt kommt der Todeslaser. Ey, ohne Witz. Das geht hier gleich. Hier ist gleich Feuerabend. Feuerabend ist hier.
Gott, lass die Spinne nicht in meine Richtung schießen! Ich bin tot. Ich krieg diese Spinnen nicht mal tot! Das ist die behindertste Scheiße, die ich je erlebt habe. Ohne Witz, ich hasse diesen Gegner so sehr. Alter, ist der Laser stark. Ja, und den kann man auch nicht ausweichen. Ah, cool, war sehr geil. War sogar sehr, sehr geil. Boah, jetzt müsstest du ja quasi, du verlierst wahrscheinlich, ne? Dann müsstest du jetzt hier hinlaufen. Oh, krass. Gut, dann kann ich nochmal eben in mein Buch. Dann können wir es ja nochmal versuchen. Georg hat den Ring wieder nicht an. Und da wird er auch schon gerufen. Ich hab den Ring an. Ach, wirklich? Ach, das ist ja schon mal schön. Nett von mir, oder? Ja. Hilft der Sache auf jeden Fall. Ich hab wieder volle Ruf, volle Speere. Volle Rufigkeit. Ach ja, stimmt, man wird wieder komplett ausgerüstet. Wenn man Erfolg hat. Ich hätte gern. Oh, das. Zentex. Nice. Ja, mit dem Ascheritter, da läuft das doch. Das ist doch gar kein Problem. Da musst du aber echt. Du musst irgendwie diese Spinto kriegen, dass ich da in Ruhe machen kann. Und ja. Ich hoffe, da kümmert sich der Ascheritter auch mit drum. Wir gehen einfach rein. Ja! Ich finde scheiße, dass ich nichts habe, um mein weg Feuer. Weg mit der Scheiße. Um mein Schwert irgendwie Feuer zu verzaubern, das finde ich ganz gut. Alter, guck mal, wie viel Schaden mir diese Hurensöhne machen. Diese Hurenmutter. Ja, komm, Ascheritter, mach mal deinen Job da. Fick die mal fett in den Arsch. Ich fick jetzt hier die Soberfickviech, ey. Krieg ich jetzt aufs Maul. Ach du Scheiße. Nee! Man kann durchrollen. Man kann durchrollen. Ja, toll. Man kann echt nicht. Ich bin gerade da unter durchgerollt. Oh, ich habe eine Spinne tot gekriegt. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich werf die Blitzsperre die ganze Zeit gegen ihr Bein, weil sie so OP ist. Ja, dass du gut zielen kannst. Das ist doch so eine kleine Drecksspinne, Alter. Ich mach die jetzt weg. Ich mach die fertig. Da, Georg. Oh, war ja gar keine Verschwendung. Ja. Wenn ja, ich hab nicht rollt. Ich hab ja noch 11 kleine Blitzsperre. Oh! Oh, ey, das ist unfassbar, was dieser Angriff auch für eine Reichweite hat. Ich hasse dieses Viech. Das ist einfach nur so unfair. Der behindertste Gegner der Welt. Und deine Trefferkünste sind echt auch nicht so geil. Ich kann ja nicht aus der Fall. Hast du überhaupt schon mal gezaubert, ey? Ja. Man kann nur anvisieren und den zaubern. Ja, du brauchst doch nur vorne stehen, dann triffst du doch. Nicht von der Seite, das Ding. Ja, aber dann springt sie wieder hoch. Da musst du gut timen, Georg. Timing. Oh, du kleine Hure. Meine Fresse, ey. Erstmal die Sonne geloben hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was müssen die noch für mich machen? Mann, du machst das gleich dreimal hintereinander, ey. Erstmal das Ding hier anfassen. Was passiert? Gar nichts. Ich hab das nie so richtig verstanden, warum man denn diese Kugel anfassen muss. Hab ich auch nie verstanden und ich find scheiße und ich will das Spiel nicht mischen. Ja, ich deinstalliere das jetzt. Ja. Wolltest du auch den Ascheritter an den Start? Da musst du den Ring wieder verablegen. Ich hol den auf jeden Fall an den Start. Weil der lenkt das Viech so ein bisschen ab. Dann lasert der nicht so viel durch die Gegend, glaube ich. Weil der steht die ganze Zeit daneben und kriegt aufs Maul. Boah, wie viele Rufzeichen hier auf einmal sind. Ja, das ist echt krass. Kreml, Göttin des Kampfes. Kreml. Sag, wenn du ein Rufsymbol setzt. Hab ich. Wo? Mitten aufs Paradekissen. Was steht denn hier? Hilfe. Ah, sehr gut. Hilfe haben wir leider nicht mehr angeboten. Dieser Drache, der da reinbaumelt, Alter. Alter, also, wenn man nicht durch den Torbogen durchgeht, dann hängt der Drache da so komplett. Und wenn man reingeht, dann spawnen da die ganzen Spinnenweben. Ja, sehr, sehr geil. Spinnenweben? Keine Spinnenweben. Spinnenweben. Oh, da könnte gerade dein Rufsymbol gespawnt sein. Wen soll sonst sein, ey?
Ah, warte mal, vielleicht ist das Wehrgängerschwert zu kurz. Dann brauche ich doch Langschwerter. Dann brauche ich zwei Langschwerter. Das kann man, glaube ich, sogar kaufen. Ne? Der Freiwoher! Bester Mann! Als ob das den Ascheritter interessiert. Ich will da rein. Jetzt steht er nicht wieder rum, diese Mongo. Rein? Ja. Komm, Ascheritter, boy. Sofort. Ah, da hätten die noch sehen. Cool. Drei Spinnen auf einmal gekillt. Nein, glaube ich gar nicht. Ich hab gelogen. Hier? Oh. Okay. Nein, nicht lasern. Nicht lasern, lauf! Oh Gott, nicht lasern! Achso, die spuckt nur Ekeljizz. Dann dreht sie sich wieder um. Was dreht? Und ich treffe das Ding einfach nie. Und wenn ich es einmal schlage, dann macht es immer gleich sofort die Melee-Attacke und die ist einfach so OP. Macht sie gerade nur noch Bullshit. Was ich doch sehr begrüße. Hast du das gerade gesehen, wie der Blitzschwer geflogen ist? Nope. wieso kann ich mich gerade nur noch ganz langsam bewegen? Okay. Weil sie einen Splasher gemacht hat oder so. Oh, jetzt ist mein Claymore zerbrochen. Sehr geil. Mach ich richtig viel Schaden gerade mit meinen geilen Blitzschweren. Oh, ich habe ja noch einen Degen. Oh Gott! Ich hing in ihrem Mund fest. Konnte man bis hierhin schon Havels haben? Ja, ne? Ja, natürlich. Wir hätten die Riesen ja schon machen können. Haben wir das nicht sogar? Ja, stimmt. Genau, so war das. Hier hatte ich schon Havels Rüstung mit meinem Krieger und hab da einfach mich mit Havels Schild genau vor ihre Nase gestellt und hab einfach sie einfach getötet. Ja gut, das funktioniert wahrscheinlich. Ja, so. Juhu. Wir haben die Riesen bei dir gemacht, oder? Ja. Ach ja, da waren ja drei, so war das. Wieso? Was haben wir dadurch eigentlich... Ach ja, genau, die großen Blitzschwere, deswegen haben wir das gemacht. Aha. Ja. Ich erinnere mich. Ich habe 71.000 Seel. Jetzt ist hier so ein Stein gespawnt. Leider passiert nichts. Schade. Ich habe nicht 71.000 Seel. Ich walk jetzt mal zum nächsten Lagerfeuer. Ach, jetzt muss man den Vengar ja fertig machen. Gut, dass ich kein Schwert hab. Macht die Sache natürlich viel einfacher. Ach, muss man dann dahinter durchlaufen? Ja. Weg. Duftzweig kriegt man hier auch. Na, wo muss man denn da lang? Ach, da hinten rechts. Lol, hab ich voll ver... Ach, komm her, den mach ich auch mit dem Degen weg. Den muss man Vengar. Diesen Vengar als Kopftyp, der ist jetzt hier. Der kann eigentlich nicht so viel. Ach, ist das der Typ, der da steht? Ja. Muss man den besiegen? Also nicht der Kleine, ne? Sondern der Große. Der hat dieses rostige Schwert. Was? Der steht mit dem Rücken zu dir, ne? Nein. Georg ist auf den Jose zu scheißen, ey. Das war er nicht. Das war er nicht. Er steht neben dem Leuchtfeuer. Alter, was hat man denn bei dem einen für Items gerade eben gekriegt, bei dem ersten? Duftzweig, irgendein Schlüssel und keine Ahnung. Irgendwas anderes. Köstlich. Majula. Ich guck mal, was ein Langschwert kostet, wenn man das hier kaufen kann. Was ich doch hoffe. Da verkaufst du ganz natürlich ein Langschwert. Oh ja, das tust du. Das ist aber sehr nett von dir. Dann nehme ich doch einmal das. Ach, Vengar als Kopf kann gar nichts. Der kann gar nichts. Langschwert. Ach, mein Schwert muss ich noch reparieren. Hallo. Hallo, hier. What? Waffe verstärken, Waffe reparieren. 81.000 Seelen!
überlege ich, ob ich meinen Streitkolb verbessere oder ob ich diesen Blitzspeer verbessere. An dem Blitzspeer, dann muss ich erstmal. Ich könnte mit Jule ein bisschen zulabern, dass sie mir ein bisschen Zeugs in die. Ich hole mir jetzt erstmal dieses Feuerlangschwert. Bitte. Belastung. Dann mache ich den hier noch. 25 Belastung. Drachentöter-Speer. Yeah, der wiegt ja nur 10. Der wiegt echt 10? Ja. Das ist eine Menge. Warum wiegt denn der so viel? Wie soll ich den denn mitnehmen? Der ist viel schlechter als mein Streitkolben, aber der kann ja was Besonderes bestimmen, ne? Ja, den muss mal R2 nehmen, Alter. Dann BAM! Dann shootet der. Okay, vielleicht sollte ich dir auch. Auch nicht die Dingsrüstung anziehen, die Tragelik-Rüstung. So. Ich muss jetzt da runter, aber ich muss voll krass pissen. Ich geh erstmal pissen, juhu! Gott, ich muss pissen! Viel besser. Better. Rollen. Hurra für Rollen. Wieso kämpfe ich jetzt mit diesem kleinen Schwert? Kann ich mich schon mal dran gewöhnen. Wo mussten wir jetzt immer hin? Wer, was? Wir? Ja, wo gehen wir jetzt hin? Zum Strandlake-Schloss müssen wir. Oh, das war ja richtig pro. Hurra! Stimmt, dann musste ich. Oh, ist denn Schatten weiter? Zerstörte Weggabelung. Geradeaus oder? Ne, links war den Wache, also ich gehe erstmal geradeaus, da war irgendein Item, glaube ich. Geradeaus? Ich weiß gar nicht. Also du musst auf jeden Fall da, wo die Dehnwache ist. Ja, das ist links. Weiß ich noch. Mit dem Kurzschwert bin ich echt besser eigentlich. Also mit dem Langschwert, was kurz ist. Macht Sinn. Da habe ich das Claymore quasi als Bosswaffe und zwei kleine Schwerter noch als Waffe einfach. Und PvP. Gucken. Mal sehen, was gerade auszuholen ist. Verfickte Feuerhexe, ey. Geradeaus brauchte man das Königssymbol. Ja, das weiß ich. Gegenstand nehmen. Wurfmesser. So, jetzt spuck nochmal Feuer. Oder eher irgendwelche Kugeln. Bomben. Bomben. Bombenhagel und Granaten. Das sind ne. Maschinen sind die Echsen. Also. Das ist jetzt auch ein Big Spoiler. Das sind. Die spielen noch eine ganz große Rolle. Das sind nämlich dann irgendwie. Das ist der Endboss, ne? Ja, das ist am Ende das alles Endbosse und kann man nicht töten. Macht Sinn. Oh, what the fuck, ey. Gerade in dem Moment, wo ich rauslaufen will, kriege ich so eine Feuerkugel in die Fresse. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Läuft. Sieht das eigentlich anders aus, das Feuerlangschwert? Es sieht irgendwie genauso aus. Wow. Da haben sie sich richtig was getraut mit dem Design. Hier kommt man, glaube ich, gar nicht mehr raus, ne? Nur noch über so einen behinderten Umweg davon. Nee, da wird erstmal schön Heimkehrerknochen benutzt. Ja. Biung. Jetzt muss ich noch zwei ganze Waffen auf plus 10 bringen. Voll easy. Das wird teuer. Deswegen bin ich auch nicht so ein hohes Level wie du, weil ich so viel verbessere mit dem Geld. Warst du nochmal? Ich bin jetzt 109. Ja, aber ich bin, glaube ich, öfters gestorben als du, als auf dem Hinweg. Also bevor wir zusammenstehen konnten. Möglich. Da hat man ja auch noch keine Seelen. Waffe verstärken.
Ich habe keine einzige Titanitscherbe. Sehr, sehr köstlich. Ich brauche 6. 2 mal 6. 12. Wie viele Seelen habe ich denn so, die ich verscheuern könnte? Nicht sehr viele. Ich glaube nicht, dass ich dafür 12 Titanitscherben kriege. Die kosten 1000. Kaufen wir erstmal 6. Visit me again. Visit me again. Hättest du wohl gerne, ey. Komm nie wieder. Verstärken, verstärken, verstärken. I'll be around if you may. Macht jetzt 200 Watt. Die Dehnwache dauert voll lange, ey. Hä, die kannst du doch mit Blitzsperren total wegficken, oder nicht? 2,5 habe ich gebraucht. Na, ich werde da gleich mehr Probleme haben, glaube ich. Wenn der mich jetzt vergiftet, dieser Gegner, hier werde ich AFK gehen, und zwar für immer. Für immer. Für immer AFK. Boah, ich glaube, jetzt kriegt man. Ah, ne, jetzt kriegt man nicht die alte Feder. Scheiße. Krieg die neue Feder. Oh. Claymore, hilf mir! Jetzt öffnet sich das Ding auf einmal einfach so. Okay, wenn ich jetzt hier runter. Alter, ich stelle mich immer wieder richtig gut an hier gerade. Ach, hier ist wieder so ein Heideritter. Yes. Und, tötest du den gleich? Nee. Was bringt denn der hier? Weiß ich gar nicht. Denke mal ein Speer oder so, keine Ahnung. Die droppen, glaube ich, sogar random. Irgendein Heideritter-Gedöns halt. Oh, jetzt habe ich gleich geguckt, was da lag. Ich glaube, ich muss den töten. Hallo, Dehnwache. Na, alles klar bei dir? Ah, ich hab immer. Heidelanze. Aua. Die mache ich ja fast gar nicht viel Schaden. Ja, war voll heftig, der Typ, ey. Der hat 5 Schläge gebraucht. Da fährst du viel wie eineinhalb Blitzsperre. Lebensstein. Löwenzahn. Döp. Schrein des Winters. Winter is coming. Habe ich nie so ganz verstanden, was das Ding hier soll. Da sind irgendwelche kopflosen Schlangen drin. Das hat auch irgendwas zu bedeuten wahrscheinlich, aber naja. Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Georg ist bestimmt schon im Schloss. Nee. Davor kommen auch noch diese geilen Elefanten, ey. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Kann man durch die irgendwie durchrushen, weil die kriege ich ja jetzt niemals. Du musst auch die ganzen Gegner vor der Tür alle fertig machen, damit die Tür ja überhaupt aufgeht. Das macht richtig, richtig schön viel Spaß. Da kann man richtig gut sterben. Ich hab bei dem nicht. Ach, scheiß auf diesen kleinen Verbesserungs-Käfer. Ah, Menschenbild. Menschenbild. Ich muss Binokulare nehmen. Georgs Mikrofon rauscht mal wieder. So, ich rausche es nicht mehr. Es rauscht nicht mehr. Jetzt werden die gleich lebendig, die Ficker. Labandig. Spüre mein kleines Schwert. Alter, das macht ihm ja fast gar keinen Schaden. Rollen. Hurra für Rollen. Ach Mann, hab ich keinen Bock auf die Elefanten. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die machen soll. Ich mach die eigentlich immer im Fernkampf. Beide sind bei mir tot. Ich will auch Blitzsperre haben.
Scheiße, ich muss den Dresche geben, Alter. Das wird nicht einfach. So, du kleiner Dreckskäfer, ne? Wie gefällt dir das? Nein! Du entkommst mir nicht! Du entkommst mir nicht! Du entkommst mir nicht! Oh, der ist mir echt nicht entkommen. Alter. Oh, der Gegenstand liegt auf der Kante. Alter, da waren 3 Titanitbrocken drin. Okay. Hat sich gelohnt. Bearer of the Curse. This castle is isolated. But nonetheless, you must forge on. To bring an end to your journey and mine. Die ist auch nicht sehr gesprächig. Das geile Saints Row Schloss. So, Elefanten. Jetzt spielen wir mal ein Spiel. Kann man ja eigentlich Rufsymbole setzen? Oh, rein theoretisch könnte ich dich reinrufen. Haha. Georg, möchtest du mir nicht helfen? Ich habe keinen einzigen. Doch, ich habe 2 Spells habe ich gleich noch. Also, ich weiß nicht. Erstmal mache ich hier. Das habe ich dir schon gepult. Mama! Na, ihr kleinen Dickhäuter. Waldelefanten. Weil dicke Haut. Boah, ich muss unbedingt mal gleich irgendwo hin, dass ich irgendwie. Nee. Meine scheiß Feuersamen benutzen kann. Georg muss seinen Samen irgendwo benutzen. Oder jetzt habe ich ein Problem, René. Bei den ganzen Kleinen, ja. Hurra für Rollen. Ja. Yeah. Hurra für Rollen. Ja. Yeah. Oh, jetzt kommen 2 auf einmal. Oh, oh, das ist gefährlich. Okay. Da habe ich auch eine Idee. Der andere kommt von hinten, der andere kommt von hinten. Ne, der zieht sich echt zurück. Sehr nice. Einzeln sind die ja... Zero Problemo. Mastodonstulpen. Komm her, du fettes Schwein. Lauf mal nicht weg hier. Hier, ja. ein kleiner kommt noch. 2 kleine. Ah, und ich hab kalt. Da kommen unendlich viele, ne? Ja? Bis die Tür auf ist. Und wie geht die Tür auf? Diese beiden Statuen an der Seite musst du aktivieren. Und aber die aktivierst du halt, indem du da Leute neben tötest. Deswegen kommen da unendlich viele. Die ich daneben töte? Ja, Georg, das musst du doch wissen. Dann habe ich jetzt eine richtig gute Idee. Ach. Kommt her, Bitches. Tödliches Wasser. Zaubereinsätze wieder her. Sehr, sehr praktisch. Kommt immer. Kommt. Hey, Wichser, komm. Das Langschwert und das Claymore zusammen, ganz gute Kombination. Gefällt mich. Huh! Oh. Sollte man Tür auf. Nehmen. Alter, was war das denn für eine Wichse? Oh Gott. Roll doch weg! Lauf! Huh! Ihr tötet mich nicht. Ja, was war das denn wieder für ein... Ich hasse diese Armbrusthurensöhne. Ich schief auf der Entfernung. Treffe immer. Denn ich hab Zielwasser getrunken. Alter, wenn der mich hier runterschmeißt, ne, dann bin ich ein bisschen pisst. Komm her, du Scheiße. Du Scheiße. Komm her, du Scheiße. Oh Gott, komm einer noch her. Du kriegst jetzt noch einen schönen Backstab. 780 Schaden, ey. In your face. Hooray! Oh, Feuersamen. Und eine große Verbrennung. Liegen da draußen, falls du die haben möchtest. Hab ich schon. Ich hab so Pro. Ist hier auch noch irgendwas? Rückzug, okay. Was hier? Was ist das denn? Sinnlos voraus. Das macht mich traurig. Das Schloss, wo es reinregnet. Schlechter Architekt. Es regnet da gar nicht rein.
Stimmt, das kommt gar nicht unten an, das Wasser. Wenn man draußen steht, dann regnet es rein. Wenn man drin steht, dann regnet es nicht rein. Oder, hä? Ah, doch. Man sieht das nur nicht, wenn man da in der Mitte steht. Hier ist noch ein Großschwert, das man sich gönnen kann. Kann man sich gönnen. Ja, Flamberge. Voll scheiße, ich finde das voll hässlich. Der Thronsaal. Kommt hier eigentlich auch der Verfolger? Ach, ich glaube noch nicht. Nur ein New Game, oder? Ja. Lame, da kann der Raum ja mal gar nichts. Kann ich noch mal ein bisschen mit dem Geist hier quatschen? Das höre ich mir jetzt mal nicht alles an, was er zu sagen hat. Der labert ewig. Ja, das ist auch Bullshit, was der labert, also. Ja. Skip, ey, skip, 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 kann man, skip, kann, skip. Hier skip. Kann man rufen, René. Was kann man rufen? Na, Leute. Wie Leute? Ich kann nicht hier rufen. Er konnte ich wieder schon die ganze Zeit. Ja, aber ich meine, jetzt können wir das mal machen hier. Ich mach das. Können wir das mal machen. Ich möchte eigentlich erstmal zum Leuchtfeuer. Ja, aber ich komme da nicht alleine hin, deswegen musst du mir helfen. Du kommst nicht zum Leuchtfeuer? What the fuck? Da sind doch eine Geste gehabt. Möchte ich haben. Oh, jetzt kommt eh der Gegner schon an hier. Scheiße, ja. Okay. Geht ihr so bald? Okay, jetzt zum Leuchtfeuer und den kannst du mich ja rufen. Die Gegner sind ja nämlich alle mega easy. Aber der blockt hier die ganze Zeit und das Problem ist, wenn der blockt, kann ich meine... Boah. Das stimmt. Ey, ich hab ihn jetzt getötet, den ersten, aber der hat mich fast weggesnackt. Oh! Ach, das leuchtet. Nein, da kommt ja wieder so ein großer. Wow! Oh. Hallo Leute. Ach, ich lasse ich da einfach stehen. Da gebe ich doch einen feuchten Furz drauf. Hallo Leute. Alter, wie kann der denn noch Power haben? Das ist doch wohl zum Kotzen. Der hat mich getötet! Das kann nicht wahr sein! Ja, hätte sich mal rufen lassen, Noob. Oh Gott. Das ist ein unfassbar weiter das Weg. Das Leuchtfeuer war dann rechts lang, ne? Ja, unfassbar weiter Weg. Oh Gott! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das war der letzte Gegner, wirklich. Der letzte. Einfach rushen. Einfach rushen. Russian Standard. Ach. Ah, der letzte Gegner, ey. Ach, easy kill hier. Ach ja, es ist easy echt hier. Scherz, echt ein Scherz, ey. Hier kann man durch, da passiert nämlich nichts, das weiß ich noch. Leuchtfeuer voraus, ja! Ja! Und. Ach, genau, hier ist man. Gut. Nein. So, ein Fick. Ab dem Leuchtfeuer können wir dann wieder zu zweit, weil da ist sowieso dann voll stressig alleine. Was ist, wenn ich aber lieber mit your Mama Lama spielen will? Ja, dann mach das doch. Wird nicht cooler als du, glaube ich, nicht so ein Noob oder so. Der stirbt nicht kurz vorm Leuchtfeuer, am letzten Gegner. Der ist besser. Alter, ist das ein weiter Weg, das ist echt unglaublich. Wenn man scheiße in dem Spiel ist, ne, dann hat man hier echt Spaß, glaube ich. Dass sie ja 3-4 Mal hintereinander machen müsste, ne? Da würde ich erstmal. Weiß ich nicht. Hier das Erz. Kotzen. Nein! Ach ja. Schloss von Drenlake. Wo ist der Emerald Herald? Die ist weggegangen. Emerald Herald. Ist einfach abgehauen. Ja, läuft bei dir. Da oben muss man hin! Da sind wir ja sofort. Da kann man einfach durchrennen. Zu zweit, naja, nicht wirklich. Aber es geht schon recht einfach. Ja, aber wir machen doch die Runenwächterin-Typen da, oder? Alle! Da können wir eigentlich machen, aber boah, es sind voll viele. Oh scheiße, die Gegner hier muss ich fertig machen. Sonst komme ich hier nämlich nicht durch. Ja, geil. Erstmal wieder killen lassen hier. Erstmal wieder killen lassen. Erstmal singen, weil singen hilft bei sowas immer. Bist du tot? Noch nicht.
Ich dachte mir, ich locke erstmal gleich beide an, weil einer ist zu einfach. Ah, das Problem kenne ich. Jetzt habe ich aber noch voll die gute Rüstung hier. Die hatte ja Drangelik, außer ist die Vanguard-Rüstung. Mann, Tot? Ne, ich wollte nur mal ein bisschen dumme Wörter aneinander rein. Das waren nicht mal Wörter. Alter. Ich wollte gerade sagen, ist dir nicht gelungen. da steht der Typ mit dem blauen Schwert, ne? Der Typ mit dem blauen Schwert. Was machen? Was für ein Typ mit dem blauen Schwert? Ach, der Bernhard von Jungo. Ja. Gott sei Dank, jetzt ist er tot. Ihr scheiß Otifanten, ihr bleibt mal schön da draußen, ne? Ich kann dich hier mal gar nicht gebrauchen. Ich kann dich höchstens missbrauchen. Bäm. So, jetzt wieder in meinen Lieblingsraum mit meinen beiden Freunden. Aber weil ich so ein gerissener Wichser bin, mache ich einfach so und dann mache ich so. Hätte ich ja nicht gleich machen sollen, aber nein. Schnell zum Leuchtfeuer! Schnell! Schnell, andere Tür. Jetzt kommt ein Finstergeist. Ja, Leuchtfeuer entzündet. Wuhu, yeah. Alter Vater. Das macht aber ordentlich Schaden. Bernhard von Jungo kann ich töten für sein Schwert, ne? Nö. Wie kriegt man das dann? New Game Plus. Gar nicht. Sozusagen. Ich bin jetzt beim Leuchtfeuer. Warte, ich bin gerade am Majula und hab mir erstmal meine Pyromantieflamme einmal verstärkt. Bah. Ging halt nicht mehr. Ach nee, mit dem Bastardschwert spiele ich sowieso nicht mehr. Und die Brocken dann sollte ich mir auch. Hol dein Rufsymbol, dann gehen wir rein da, ey. Yo, wow. Yo, gehen wir rein da. Das ist sehr gut, dann kann ich bei dir erstmal die Seelen einsammeln und damit dann meine Sachen verbessern. Ich möchte von dir gerufen werden. Nein. Okay. Wo bist denn du hier? Bin ich. Beim Leuchtfeuer habe ich meinen hingemacht einfach. Ich auch den Ring an? Ja. Ganz klassisch. Gesundheit. Ja. Das macht weniger Schaden. Nee, jetzt bin ich zu gut, René. Bullshit, solange du nicht keine 2 Millionen Seelen hast. Hab ich. Ja. Ich auch. 883.000. Eigentlich schon viel schon. 852, glaube ich, oder 53, keine Ahnung. Irgend sowas. Kann ich das Schild eigentlich verbessern? Rein theoretisch schon. Theoretisch sollte ich das vielleicht sogar tun. Theoretisch. Tja. Auch wenn ich das kaum brauche. Obwohl, naja, geht. Bah, Zentex. Alter, der hat die Venga-Rüstung an. Der ist ja voll der Hund. Ja, ich muss erstmal die Sonne geloben. Warte mal, wie viel Sonnenlichtmedaillen habe ich eigentlich? 14, dann brauche ich nur noch 16. Sehr, sehr nice. Ich denke immer, die beiden Finstergeister stehen hier um die Ecke, aber die gibt's hier ja gar nicht. Wir machen erstmal die Tür. Du kannst die Typen schon hauen, während die aufstehen. Sag mir das doch. Aua. Ich finde die auch so OP, die Typen. Warum passiert das? Oh nein. Das war nicht der Plan. Da hol ich erstmal mein Schild raus. Okay, warte. Oh, da ist ja auch einer drin. Ich dachte, da wäre gar keiner drin. Och, du Scheiße. Alter. Ich hab da so ein bisschen Schaden gekriegt. Ja, da sind ja nur 6 Stück von. Das ging doch. Kannst du immer töten, weil ich will für den keinen Zauber aufbrauchen. Für wen? Für den letzten hier. Da ist er, lol. Wo ist denn der nächste? Da war da okay. Keiner drin. Da war keiner drin. Und da kommt er. Die halten ganz viel aus, muss ich sagen. Ja, sind ja auch Bossgegner. Tschüss. So viele Dinge habe ich. Mongos davor. Ja, sehr gut geblockt von mir. Kann man die backstabben eigentlich?
Anscheinend. Das macht dir nicht so viel Schaden. Alter, ich muss ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Alter, ich muss ganz schnell weg. Ah, ich versuche ihm hier mal ein bisschen zu blocken. Boah, das war ein guter Rundumschlag. Also mein Schwert kriegt hier unfassbar viel Schaden, ey. Ach, das geht die Tür hier hinten gar nicht auf, oder war ja sowieso nur Bullshit. Wo geht die nicht auf? Hinten in der Ecke. Dann da, was ist denn da? Da ist... da kannst du auch runter und dann zu diesem Dunkelbereich da. Weiß ich gar nicht, ob wir den machen. Eigentlich müsste ich den auf jeden Fall machen. Aber das ist sau schwer. Hab ich nie geschafft. Hab ich nie versucht. Außer New Game Plus und da war es halt sau schwer. Oh nein. Boah. Cookie, komm her. Dreh dich mal ein bisschen im Kreis. Ich mach den echt nicht so viel Schaden. Mein Schwert ist kaputt. Sehr geil. Jetzt habe ich nur noch mein kleines. Das macht denen gar keinen Schaden, Alter. Warte, pull den mal hier hinten in die Ecke. Dann können wir den hier in der Ecke töten. Dann kriegen wir gleich ein Dings. Mehr Licht. Na komm. Sehr gut. Macht auch richtig viel Schaden, ey. Oh, falsches Lebensteil benutzt. Oh, naja, am Ende ist er jetzt tot. Geht die Seele doch bestimmt da oben rein. Juhu! Licht! Da ist auf jeden Fall noch einer drin. Jetzt Bossgegner mit einem Zahnstocher besiegen. Kein Problem. Boah, macht das viel Schaden, ey. Krasser Typ bin ich echt. Das erste, was ich gleich mache, ist dieses Schwert verbessern. Oh, was ist hier hinten drin? Hier ist eine Truhe! Hier ist eine Truhe! Kannst du mir mal sagen, ob da irgendwo geiler Scheiß drin ist? Kann ich dir sagen. Hier ist Ring des königlichen Soldaten. Also das, Bullshit. Das ist der Belastungsring, ne? Ja. Halt plus 1 logischerweise. Gut, zieh ich den mal an. Lohnt sich ja für mich. Okay, das ist auch keine Mimik. Ich hau auf jede Truhe immer mindestens einmal ein. Und hier ist... Mastodon Großschwert. Bah, Bullshit. War hier gegenüber was Geiles drin? Weißt du das noch? Nee, da war nichts Geiles drin. Dann können wir das nämlich bei mir einfach skippen. Weil wozu? Außer für die Seelen vielleicht, aber das ist auch nicht so viel. Nö, ich hab jetzt gerade mal 11.000. Ich hab 30. Ich hatte ja auch schon welche. Huh, der lebt ja noch. Er hat's schon weggemacht. Ja, weil der lag auf dem Boden, hab ich gedacht, meine ich. Jetzt habe ich nur noch einen halben Zahnstocher. Verdammt. Diese Steintypen, warum müssen die auch so hart sein? Oh, Schrank. Musst du ja auch nicht holen, sind Finsternispfeile drin. Ja, hier kommt man ja sowieso vorbei, da kann man ja alles einsammeln, aber für den anderen Scheiß muss man ja 10.000 Seele Dinge eines Helden. Ja, das ist doch sehr, sehr gut. Mein Holzkopf. Hör doch unten. Mir auch schwer weiter kaputt machen. Das, oh, die Stelle ist das hier, warte mal. Ja, wieso läuft mir nicht einfach durch? Weil ich da unten reinrenne. Da gibt's auch gar nichts Geiles. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht, soweit ich weiß. Elisabeth Pilz ist halt richtig gut zum Rängen, das ist halt übelst OP. Und hier hinten ist hier ein Gegner. Ne, hier hinten ist eine Truhe, so war das. Ja, Elisabeth Pilz, wir haben ja keinen Bossgegner, mit dem wir Schwierigkeiten haben. Rosturne ist jetzt also auch nicht so der Boss. Ne. Okay, ist hier unten echt nichts Geiles. Ich dachte, hier war irgendwas Geiles. Nee. Alter. Die Schweine. Oder oben sitzt einer mit der Armbrust. Ha. Ja, Georg, du bist immer noch nackt. Ich weiß. Zieh dir mal an, du Schwein. Ich geh schon mal weiter. Und viel Spaß. Au, au. Alter, Premium.
Warum ist der nicht gerollt, dieser Hurensohn? Das war richtig Premium. Das war richtig Premium. Stefan, jetzt stirbst du einfach. Ja, ich bin noch voller Profi. Irgendwas? Was hatte ich noch? Leg mal deinen Arsch, Junge. Ja. Kann ich die drei Gegner hier alleine fertig machen? Kann ich natürlich schon. Und wer möchte das schon? Ich möchte das nicht. Ich hätte vielleicht einen Helm angezogen. Der zieht sich da mal rum. Aua. Bist du? Ich tanze hier bei den drei Rittern rum. War der ganz kurz, bevor ich da rein kann? Ja, warte, ich hab kein Problem. Ich werde nur alle von drei Rittern angegriffen. Mittlerweile bin ich ganz gut im Ausweichen. Ja, fick ihn hart. Jetzt habe ich aber auch keinen Blitzspell mehr. Sehr gut. Au. Alter, meine Schwerter machen einfach keinen Schaden, ohne Scheiß. Ich versuche ihn einfach zurück zu... Das war der. Nein! Ich stepp den Hurensohn doch. Ich hab mein Dings in der Hand. Jetzt backstabbe die noch ein. Aha. Backstab ihn mit der Glocke. Glocken-Backstab! So, läuft Alter, jetzt habe ich insgesamt drei große. Oh, hier kommt er jetzt hier. Wie heißt er? Ach, der Gammelfenstergeist. Ach. Also bleib mal gleich da. Obwohl ich keinen Schaden mache, aber trotzdem Gammel. Warum kommt denn der nicht? Muss weitergehen. Aber jetzt kommen hier Gegner, die mich jetzt erstmal wegsnacken. Dann eben nicht. Wenn er nicht will. Oh, mir scheiße, er will echt nicht. Nein. Mach das Leuchtfeuer mal an, da unten. Hä? Mach das Leuchtfeuer unten mal an. Wie unten? Kann man hier runter? Hier die Leiter runter. Und dann... Hier die Leiter, hier an der Seite. Warte, da ist gerade ein Gegner hochgekommen. Wee! Vorher kannte ich noch gar nicht. Guck die Wand hier an und mach BAM. Das Leuchtfeuer kenne ich gar nicht. Ja, Pro-Move von mir mal wieder. Ah, das war mal richtig geil. Ja, das war richtig geil. Oh Gott! Ja, gerade all mein Können gezeigt, ne? Runtergesprungen, nicht getroffen. Angegriffen, nicht getroffen. Aus Maul gekriegt. Aus Maul gekriegt. Was ist hier drin? Jägerschwarzbogen. Jägerschnitzel. Weil ich möchte mir ganz kurz die Stats angucken. Der ist gut. Damit ich mich aufregen kann. Er ist skaliert S mit Beweglichkeit. Geschicklichkeit. Gut, dass ich. Okay, gut. Ich bin hier mit meinem Schwertkämpfer noch dran. Ey, hier rechts liegt noch ein Item. Sehr, sehr geiles Item. Seele eines tapferen Helden. Das Problem ist jetzt, ich habe glaube ich keine Reparaturpulver. Das heißt, wir können den Bossgegner nicht machen. Sind das nicht sogar die Doppeldinger? Ja. Warte, kann ich Reparaturpulver droppen? Puh, kannst du ausprobieren. Tschüss. Was? Also tschüss. Ja, tschüss, weil er runtergefallen ist. Achso. Da ist die Königin. Die muss ich bei mir dann anquatschen. Warum musst du über die anquatschen? Ja, hallo? Da muss man doch gezeigt haben, die geile Olle. Werd die auch anquatschen? Nee, die hat nichts zu sagen. Ablegen. Hier. Sehr geil. Reparaturpulver. Oh, Georg, ey, du hast mir gerade 2500 Seelen gegeben. Davon will ich 15.000 Seelen zurückhaben. Nein. So. Aber bevor wir da reingehen, muss ich erst noch mal pissen. Ich habe mir auch gerade erstmal alle Zaubersätze wiedergeholt. Achso, die Folge ist sowieso vorbei. Boah, voll der gute Cut. Yeah.